Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, Sebastian hier von Defcon Models. Ja, willkommen zur nächsten Folge hier von Opel Manta AGT. Und zwar machen wir heute mit Ausgabe 63 weiter. Die sollte ja eigentlich im letzten Livestream eigentlich mit abgearbeitet werden. Haben wir da aber zeitlich nicht geschafft, da die Ausgaben 60 bis 62 so viel Zeit gefressen haben mit den ganzen Bremszuleitungen. Und wie sie alle heißen, die dann hier aus allen Ecken hoch und runter laufen. So, in dem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß, kommt gern ein Stück näher. Und dann kann man hier fix das Heft zusammen machen. So viel ist, glaube ich, nicht zu tun. Es sind ein paar größere gelbe Teile im Beutel drin. Aber schauen wir es uns mal im Detail an. So, dann gucken wir mal rein. Wir haben jetzt hier Bauteile für oder quasi Bauabschnitt 1 für die Stirnwand. Und da haben wir jetzt hier schon mal drei Teile für die Stirnwand, dann zwei lange, zwei kurze Leitungen und eine Manschette. Und da gucken wir gerade mal, wie wir das alles zusammenkriegen. So, hier sind die zwei kurzen Leitungen, dann die zwei langen. Hier ist diese Manschette, denke ich mal, wird das sein hier. Das ist einfach bloß so ein gröberes Stück Schlauch. Dann haben wir hier LP und DP Schrauben. Wir brauchen als erstes die LP. Dann benötigen wir diese zwei Teile hier. Legen uns dieses einmal so vor uns, dass wir hier diesen Kasten haben und hier diese Erhebungen. Und passend dazu werden wir jetzt diese Baugruppe hier, glaube ich, hier so drüber setzen. Oder habe ich das richtig? Ja. Und zwar wird es hier quasi nur so dahinter gesetzt. Und dann kommt jetzt hier hinten, wenn wir das jetzt einmal festhalten und rumdrehen, hier und hier die LP-Schrauben rein. So. So, damit haben wir die zwei Teile schon mal zusammen. Dann benötigen wir jetzt noch dieses Teil. Das wird jetzt bloß hier so als Verlängerung hier nebenan gesetzt. Und von dieser Seite mit zwei DP-Schrauben befestigt. So, nachdem wir das jetzt haben, sollen wir uns eine der beiden langen Leitungen nehmen. Und jetzt muss ich mich gerade mal kurz selber orientieren, wo wir hier sind. Okay, wir drehen uns das Bauteil einmal so herum, dass wir hier diese vier Pins nach oben haben.
Und fangen jetzt an, die Leitungen hier in diese Pins einzustecken. Eins. Zwei. Und dann sollen wir die zwei kürzeren Leitungen noch hier in die von mir aus gesehen links diese zwei verbleibenden Pins noch aufstecken. Und zum Schluss machen wir noch hier dieses Stück Schlauch noch über alle vier drüber. So, dann bleiben die hier wahrscheinlich schön zusammen. So, das stecken wir bis hier unten durch. Und damit ist das Ganze fertig. Wir können mal spaßeshalber noch gucken, wo man das im Auto später anbringt. Ich vermute es in diese Richtung. Das ist hier so als Verlängerung hier hinter das Armaturenbrett kommt. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Vermutung. Ob es dann tatsächlich dahin kommt, das werden wir erst wissen, wenn es soweit ist. Aber ich würde jetzt mal so pauschalisiert so in die Richtung hier tendieren, dass das Ganze hier irgendwie so hinkommt, ne? Ja, und damit sind wir für Ausgabe 63 natürlich schon am Ende. Wäre es so schnell gegangen im Stream, hätte ich es natürlich da noch fix mit angefügt. Aber ja, so haben wir natürlich noch mal ein einzelnes Video, was natürlich ja auch nicht ganz so schlecht, ne? Ja, in dem Sinne wünsche ich euch natürlich, dass ihr gerne ein Abo auf dem Kanal da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Kostet euch nichts extra, außer ihr möchtet natürlich Mitglied des Kanals werden, dann sind natürlich kleine Spendenbeiträge über den entsprechenden Schaltknopf unter dem Video gern gesehen. Ja, lasst gern einen Daumen nach oben da, würde ich mich super freuen, und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, viel Glück und bis zum nächsten Mal. Ciao.